Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Police Patrol Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und es geht heute weiter mit der nächsten Schicht. Schicht Nummer 4 ist es dann tatsächlich. Und ja, da wollen wir natürlich schauen, was uns steckt. Wir haben wieder einen neuen Job. Der heißt, wir haben gleich die Unfälle freigeschaltet. Ergo dürfen wir heute hier ran, damit wir hier den nächsten Start haben. Wir dürfen nämlich dann bei 4 Sternen, wir haben ja 3 dann bald insgesamt, also 160 Erfahrungspunkte, dann hätten wir hier den nächsten Stadtteil frei und bei 4 hätten wir dann den nächsten. Also wir arbeiten uns langsam durch. Wir machen heute weiter auf jeden Fall mit der nächsten Schicht. Wir gehen wieder auf eine Viertelstunde und wir starten heute durch in Chester. Chester ist das grüne Herz vom Melting Pot. Mit seinen 2 Parks ist es ein beliebtes Ausflugsziel für Familien, die einen sonnigen Tag bei einem Picknick verbringen möchten. Doch dieser Park ist mehr als nur ein grüner Fleck inmitten von Melting Pot. Auch Jugendliche und junge Erwachsene suchen gerne wegen seiner Sportplätze. Vor allem Basketball ist ein beliebter Sport bei den Einwohnern Brightons und wird überall in der Stadt gespielt. Gut. Auch ich muss mich an die Verkehrsregeln halten. Das halte ich für ein Gerücht. Zu einer guten Polizeiarbeit gehört die Nennung des Grundes, wieso jemanden festhältst. Klar, ich kann nicht einfach sagen, oh, deine Nase passt mir nicht oder was auch immer. Damit haben wir eine Trophäe freigeschaltet. Willkommen in Chester. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal runter von unserem Schreibtisch mit unserem Streifenpolizisten und schauen mal, was uns heute hier erwartet. Funkansätze aktiviert. Deaktiviert, okay. Wir sollen Strafzettel schon aufstellen? Warum? Okay. Ja, dann machen wir das doch. Warte mal, ich muss da gerade jetzt gucken, dass wir hier. Wir hatten in den letzten Tagen reichlich Anrufe wegen der Parksituation. Halten Sie die Augen offen, ja? Verstanden. Warte mal, diese Person hat Abfall freigeschaltet. Oh! Wir brauchen Unterstützung. Wer kann helfen? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Nee, wir lassen den jetzt in Ruhe. Wir nehmen erstmal was Neues. Machen wir mal was Neues. Ich kümmere mich darum. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Habe ich überhaupt jetzt ein Auto? Oder muss ich jetzt das ganze Stück zu Fuß? Wir müssen schon mal zu Fuß rennen, ne? Gut, dann machen wir das doch. Rennen wir zu Fuß. Wir haben scheinbar gerade keinen Streifenwagen. Zumindest noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. So, machen wir mal uns auf den Weg zum Unfallort. Damit wir überhaupt ein bisschen was gebacken bekommen heute. Viel wird es nicht sein, aber ein bisschen was möchte ich gerne tun. Ich habe eine neue Sehenswürdigkeit, Andrews Bakery, also eine Bäckerei. Oder? Oder ist das eine Bäckerei oder ist das eine. Ist das eine Konditorei? Warte mal, ich muss mich mal orientieren. Wir lassen jetzt gerade mal die Leute ein bisschen außen vor, was da so passiert. Ich bin jetzt gerade unterwegs zu etwas Wichtigerem und das ist für mich ein Unfall. Weil ein neues Ereignis, deswegen ist das jetzt, hat das jetzt durchaus die Prio. So. Warte mal, ist das hier? Nein, das ist da vorne. Moin! Uiuiui, was haben wir denn hier? Ich bin am Unfallort eingetroffen. Guten Tag. Dann gucken wir uns mal an, was heute passiert ist. So. Den möchte ich jetzt gerne mal interagieren. Okay, ist jetzt gerade unwichtig. Müssen die. Mit dir möchte sprechen. Was ist passiert? Unfallzeugen Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich habe mich ans Tempolimit gehalten, ganz sicher. Das ist für mich uninteressant gerade. Okay, dann machen wir das doch mal Ich erstmal. möchte Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Machen wir das Ja, doch. Officer, bitteschön. Der Herr heißt. Abelardo Nakano. Okay. Ablaufdatum 25.04.23 ist also noch ein bisschen gültig. Gut, dann gehen wir den mal zurück. Wir machen erstmal einen Test, ob der nicht was gesoffen hat. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind.
0,0. Perfekt. Aber einen Drogentest möchte ich gerne noch machen. Vielleicht stehst du auch unter Drogen, mein Freund. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Negativ. THC und Amphetamin ist negativ. Also ist dieser Mann vollkommen okay. Gut, jetzt lasse ich dich erstmal in Ruhe und ich quatsche jetzt erstmal mit der Dame. Guten Tag. Ich möchte dich befragen. Was haben Sie gesehen? Ich hatte es sehr eilig und war zu schnell. Ja, ich entschuldige also. Mich, Officer. Gut, dann nochmal Führerschein. Zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer, bitteschön. Das ist die gute Dame Ramon Costa oder Costa Ramon, wie auch immer. Läuft noch nicht ab, okay. Alles Organspender, hoi. So, dann möchte ich gerne nochmal gucken, ob du einen Test... Ob du gesoffen hast. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. So, den dahinter machen wir auch gleich noch schnell. Du hast gar nichts genommen. So, Drogen. Fragezeichen. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Negativ. Okay. Dann möchte ich erstmal noch gar nichts tun. Das werde ich gleich kümmern mich. Und ich weiß, mal gucken, was der hier sozusagen hat. Moinsen. Was haben Sie gesehen? Ja, ich hatte das Auto wohl nicht ganz unter Kontrolle. Ja, du bist genauso mit dabei, okay. Erstmal eine Versicherung. Einmal den Ausweis und die Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. So. Gut. 13.24 abgelaufen. Lev Gaza oder Gaza Lev. Ich vermute das unten, das ist. So, Waffenschein hat er nicht. Mhm. So, auch bei dir werden wir natürlich einen Test machen. Alkoholtest. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. So, diese Oh! 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 Oh, das ist auf jeden Fall schon mal... Gut, okay, Alkohol hat sie schon mal gesoffen. Also sie ist betrunken Auto gefahren. Oder ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Okay, dann tun wir das mal. Der Bericht ist ausführlich, okay. So, auf jeden Fall werden wir erstmal den Verstoß bestrafen. Du bist nämlich gefahren. Unter... Fahrer, wer abgelaufen? Weil Sichtschutz brauchen wir nicht. Fahrzeug unter Bodenbeleuchtung und gelaufenes Kennzeichen wurde so laut. Fahren. Okay. Gut, dann müsste ich dich eigentlich jetzt bestrafen. Du bist unter Alkohol auf jeden Fall. Darf ich dich nicht bestrafen? Ich würde dich jetzt gerne. Also das Auto. Warte mal. Kann ich dich jetzt bestrafen? Weil du bist ja besoffen. Ich hätte gefahren. Gerne Ihren Ausweis und, wenn möglich, die Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. Das war jetzt eigentlich mehr oder keine Absicht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. So, das krieg ich zurück. Aber du bist halt bestraft worden. So, den Unfallbericht werde ich jetzt... Warte mal, haben wir noch irgendwelche Zeugen? Was ist mit dir hier? Befrag dich mal. Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Wie diese Person gefahren ist? Das sah gefährlich aus. Oh, du hast auf jeden Fall... Gut, dann machen wir das auf jeden Fall mal den... Ihren Personalausweis und die Versicherungskarte, komplett. Bitte. Klar, bitte sehr, Officer. Auch dich werde ich definitiv nochmal mit dem Alkohol und dem anderen was machen. Savin Sakamoto. Okay. Dann mache ich bei dir aber auch nochmal einen Ordnung. Test. In Ordnung, ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. So, nichts. So, Drogen. Ich muss nur testen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Negativ. So, Fakt ist,
Dass ich auf jeden Fall jetzt erstmal. Warte mal, haben wir noch irgendwas? Ich würde gern mit dem hier auf jeden Fall. Der hier soll auf jeden Fall noch bestraft werden. Verstoß bestrafen. Du bist fahren. Fahren, rote Ampel, Geschwindigkeit verstanden. Schutz. Fahrzeug. Betäubungs. Ne, du hast nur Betäubungsmittel, ne? Ich bin zu gut betäubt. Ja, du, hat er ja eigentlich. Besitzt man Alkohol oder Drogenmissbrauch am Steuer? Doch, hat er natürlich. Sie sind betrunken gefahren. Sie sind daher verhaftet. Bitte kooperieren Sie. So, damit nein, ist der. Bitte nicht, Officer. Damit ist der schon mal fällig. Oh, tschüss. So, dann fangen wir an, nämlich die. Warte mal, wenn wir kurz den Bericht stellen. Hier ist Ihr Unfallbericht. Das den scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Ach, ich hatte den anderen jetzt, ja. Nehmen wir mal. Unfallbericht. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Scheiße, den anderen hätte ich mir nehmen müssen. So, und du wirst auch noch einen Unfallbericht schreiben. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. So, okay. Dann fangen wir hier an, erstmal die Strecke, die Bahn zu klären. Sprich... Das erlaubt das ja auch am Arsch, ne? Der hat doch noch eins abgekriegt. Ja, ja, der auch auf jeden Fall. So, interagieren. Abschleppwagen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schleppen Sie meinen Wagen ab! Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Ihr Standort ist schwer. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Es gibt einen Stau in Ihrer Nähe. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Alle Abschleppwagen sind derzeit im Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt wird. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. So. Alle Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Wir schicken einen so schnell wie möglich an Ihren Standort. Ganz einfach, weil ich eigentlich müssten wir jetzt fertig sein. Du bist jetzt zur Dürferstelle räumen, oder? Ne, der ist abgeschleppt. So, kann ich dem jetzt sagen, dass er die... Hallo, kann ich hier nicht interagieren? Ne, das ist was anderes. So, ich würde jetzt gern mal... So, eigentlich sind wir ja fertig. Rein theoretisch müssten wir die ja jetzt alle abschleppen hier. Das werden wir auch tun, aber die Frage ist, wann kommt denn der Abschleppwagen? Oh. Meieiei. Bist du weit okay, ne? Oh, warte mal. Da ist was. Was nicht gut ist. Der komische Transporter da, den hätte ich... Eigentlich müssten... Kann ich nicht? Ich habe die alle jetzt... Ach, ärgere mich. So, die Frage ist, kann ich jetzt irgendwas machen? Kann ich jetzt hier nichts machen weiter? Das ist das Problem. Kann ich jetzt hier echt nichts machen? Oder was ist da jetzt los? P-Bonus 30, ja, das weiß ich auch.
Okay. Ach so, das ist der hier, ne? Ich kann ihn jetzt... Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, das ist Verstärkung diese... benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Das ist der Typ, den ich jetzt... Der wird jetzt wahrscheinlich abgeführt, ja. Wo ist denn der? Ich höre es doch nur. Ihre Schicht ist um, Officer. Genau, da ist die Verstärkung. Die holen den jetzt auf, die holen den jetzt ab. Das gucken wir uns gerade einfach nochmal an. Ich hoffe, dass ich das jetzt einfach gucken darf. Weil die müssen den jetzt mitnehmen. Das ist ja der Typ, der besoffen Auto gefahren ist. Bitte kooperieren Sie und begleiten Sie mich zum Polizeimann. Keine andere Wahl. Selber schuld. Ja. Naja, dann gehen wir mal zurück ins Büro. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Schicht nochmal machen müssen. Achso, ich habe den jetzt... Hab ich den aufgenommen sogar? Okay. Kann ich ins Büro gehen? Nee, kann ich nicht. Kann ich von hier... Wollte gerade sagen, ich kann leider nicht von hier aus ins Büro. Jo! Jo, was geht ab? Aber vielleicht haben wir doch Glück gehabt, dass wir das Ding abgeben können. Ja, müsste eigentlich gehen, ne? Wie gesagt, wir sind ja eigentlich durch. So, dann gehen wir mal ganz kurz zurück zur Polizeiwache. Wir sind nämlich durch mit der Schicht für heute offiziell. Und so ist abgelaufen. Aber ich habe vielleicht einen oder anderen Fehler gemacht. Aber ich denke mal, dass wir das vielleicht nochmal machen. Wenn wir es jetzt eh nicht hinbekommen, dann werden wir in der nächsten Folge noch einmal einen Unfall aufnehmen müssen. So, gucken wir mal. Wo ist denn hier mein Arbeitsplatz? Hier. So, gucken wir mal, wo das übernommen wurde. Unfall, Einsätze, Sehenswürdigkeit. Doch, den haben wir übernommen. Sehr cool, oder? Ja. Du hast Unfälle von Streifenwagen freigeschaltet, verwalte deine eigenen Verkehrsunfälle, die mit deinem Streifen verursacht wurden, und räume den Unfallort. Ach so, Unfälle von Streifenwagen. Ha, okay. Du hast den Streifenwagen in diese Stadt freigeschaltet. Wähle eine Streifenwagenschicht, um ihn zu fahren. Einen Cruiser. Und Historic Downtown. Eine neue Nachbarschaft freigeschaltet. Okay. Gut. Das heißt, wir haben tatsächlich hier unten und hier eine Streifenwagenschicht. Genauso wie in Chester. Hier wäre nochmal eine Fußeinheit. Okay. Wir gehen jetzt also nach Historic Downtown, werden dort die erste Schicht fahren mit einem Streifenwagen. Und da freue ich mich drauf. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Police Simulator. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr weiter einschalten würdet, morgen um 16 Uhr.